Ja, ich freue mich, dass der Abend doch so viel Publikum gefunden hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ob der sowohl landespolitischen, aber auch weltpolitischen Lage ein wenig am Zweifeln war. Ich selber würde heute Abend, wenn ich jetzt nicht einen solchen Termin hätte, wahrscheinlich irgendwo auf einer Solidaritätskundgebung für Israel stehen und gegen die terroristischen Angriffe der Hamas demonstrieren. Aber jetzt bin ich eben hier. Die Themen sind gar nicht so verschieden. Ich spreche natürlich heute auch über ein geopolitisches Thema, nämlich letztendlich die geopolitischen Strategien der neuen Rechten. Jetzt hat es funktioniert. Und kann mir angesichts der Weltlage, werde ich mir den einen oder anderen Seitenblick auf die Problemlage im Mittleren Osten nicht verkneifen können. Und Sie werden erstaunt sein, dort sind die Haltungen und Analysen gerade der äußersten Rechten inklusive der neuen Rechten gar nicht so unterschiedlich wie von dem Problemkomplex, über den ich heute hier sprechen werde. Und es gibt einige Dinge, die man vielleicht nicht so erwarten würde. Ich habe mich in der relativ kurzen Zeit auf der Hinreise hierher durch einige sogenannte identitäre Accounts geklickt und festgestellt, was mich nicht verwundert, dort wird durchaus die Hamas gerade gefeiert. Wen das irritiert, ob der ja sonst offensiv anti-islamischen Rhetorik dieser Kreise, der wird vielleicht heute etwas aufgeklärt werden, wie das geopolitische Denken in diesem Milieu funktioniert, das sehr widersprüchlich durchaus ist und vielleicht die ein oder andere Überraschung bietet. Ja, ich spreche heute, Import-Export nenne ich das immer sehr gerne, über Ideologietransfers. Wir haben das mittlerweile, haben wir es ja mit einer globalen, autoritären Revolte gewissermaßen zu tun. Und es gibt Synergieeffekte, es gibt Austausch seit vielen Jahren. Also die Nationalisten haben ihre eigene nationalistische Internationale gewissermaßen gegründet. Und ich habe relativ willkürlich mehr aus dem Internet hier zum Einstieg mal einige Bilder als Titel. Also wir sehen hier Matteo Salvini auf der linken Seite von der Lega in Italien, der schon seit langem bekennender Putin- und Russland-Freund ist. Für jemanden, der also tendenziell aus einer eher faschistischen Ecke kommt, ist das vielleicht erstaunlich, wenn man an Traditionslinien denkt, die ja immer antirussisch waren. Wenn man dann aber näher nachdenkt, kommt man drauf, die waren aber eher antisowjetisch. Und das ist ein großer Unterschied, der leider heute häufig vergessen wird. Rechts sehen wir, das ist eine Aufnahme aus einer nationalistischen Konferenz in Petersburg gewesen. Ich habe die ausgewählt, weil eine Aktivistin dieses Triptychon sozusagen hochhält, die idealisierende Darstellung der drei quasi heroischen Führer der globalen Rechten in ihren Augen. Also die Damen und Herren sehen in echt nicht so aus. Also rechts soll Donald Trump sein, der hat jetzt nicht ganz so ein heroisches Profil. In der Mitte Marine Le Pen, die Modernisiererin des ehemals Front National, heute Rassemblement National. Sehr gutes Beispiel für das Zusammengehen von Verweiblichung und Modernisierung weltweit rechtsextremer Position und natürlich Wladimir Putin, der auch heute etwas gealtert ist, im Unterschied zu diesem Bild. Nur als Einstimmung, welche Allianzen dort nicht nur erträumt werden, sondern ja auch ganz real sind. Als ein Beispiel, Marine Le Pen hat ja finanzielle Unterstützung durchaus aus Russland erhalten und das hat einfach Gründe, weil sich Interessen treffen, zu ihren Versprechen zählt unter anderem das NATO-Engagement Frankreichs. Frankreich hat ja eine sehr spezielle NATO-Geschichte über die Jahrzehnte, dieses Engagement Frankreichs drastisch zurückzufahren. Und das ist natürlich auch sehr im Sinne von Wladimir Putin. Und das andere ist natürlich, dass Marine Le Pen stellvertretend für eine antieuropäische Kraft innerhalb der EU steht. Ihnen ist vielleicht bekannt, dass aus dem ehemaligen Kurs, die EU einfach zu zerschlagen, mittlerweile europaweit das Projekt wurde, sie zu kapern, antieuropäisch und gewissermaßen von innen umzudrehen. Auch das ist selbstverständlich im Interesse der russisch-imperialen Politik. Also insofern sind das natürlich hier Front
Bildungen, die durchaus zusammenpassen. Das erstmal als Eindruck. Wir haben es aber auf der anderen Seite auch mit der Lage zu tun, dass es ja auch in der Ukraine eine extreme Rechte gibt, schon recht lange, die teilweise hier übrigens immer besser bekannt war als ihre russischen Entsprechungen, was dann in der Debatte um den Krieg etwas schräge wurde. Man könnte eher sagen, mitunter kämpfen dort Rechtsextreme gegen Rechtsextreme. Das ist aber nun im Nationalismus auch so. Wenn ich sage, ja, was ist der Blick der äußersten Rechten auf Russland, muss ich natürlich betonen, es gibt nicht unbedingt einen einheitlichen Blick. Die äußerste Rechte ist in sehr, sehr vielen Punkten, ob wir sozialpolitisch denken, außenpolitisch, geopolitisch, durchaus auch immer wieder gespalten, in der Wirtschaftspolitik am stärksten, würde ich sagen. Und das gilt selbstverständlich auch in der Frage des Ukraine-Konfliktes. Es gibt nicht die Linie. Es gibt, das werde ich im Folgenden eben referieren, gewissermaßen drei Linien. Wenn man genauer hinguckt, sind es nur zwei. Die eine Linie ist die, über die ich gleich als erstes sprechen werde, ist tatsächlich die pro-ukrainische Linie. Das sind Leute, die eher aus dem Neonazi-Milieu kommen. Die zweite Linie ist die deutlich pro-russische Linie. Da haben wir es eher mit modernisierten Neurechten oder radikal-konservativen Kreisen zu tun, wobei diese Übergänge immer sehr schwer zu unterscheiden sind. Die dritte Linie ist die vorgeblich dominierende Linie, ist eine neutralistische Linie, die sagt, dass wir wollen zu diesem Konflikt eigentlich gar nichts sagen, weil wir uns nur um Deutschland kümmern wollen. Wenn man sich aber die konkreten Forderungen dieser neutralistischen Linie anschaut, dann geht es darum, keine Waffenlieferungen, Stopp des Wirtschafts, der Wirtschaftssanktionen und sofortige Wiederaufnahme des Handels, vor allem des Gasimportes aus Russland. Also auch diese, deswegen sage ich, vorgeblich neutralistischen Positionen sind eigentlich pro-russische Positionen in ihrer Konsequenz. Das sind die groben Linien, die wir sehen. Ich fange an mit der ersten. Wir haben hier den dritten Weg, eine relativ kleine, aber doch mittlerweile sehr aktive Neonazi-Partei, also offene Neonazis, das kann man klipp und klar sagen. Ich bin immer wieder erstaunt, sie können uniformiert Demonstrationen mit Standarten und Uniform-T-Shirts und so durchführen. Das ist eigentlich nicht legal, aber die Polizei unterscheidet ja immer nach Einsatzlage und da sieht man offensichtlich nicht immer Handlungsbedarf. Es ist eine Partei mit einer Klientel, wie man sie sich klassisch vorstellt. Das sind eher so die stiernackigen Kandidaten. Und dort hat man schon sehr lange, Ihnen ist ja wahrscheinlich bekannt, dass nach der Krim-Annexion, also so 2014 folgende, in der Ukraine auch Neofaschisten sich bewaffnet haben. Es gab das Azov-Regiment und ähnliche Strömungen des nationalen Sektors gewissermaßen. Und dort pflegt man schon lange sehr enge Verbindungen. Man konnte auf der Homepage des Dritten Weges immer wieder Bildgalerien von diesen schweren Jungs, die dann dorthin fahren und auch mal ein Maschinengewehr bedienen dürfen. Also solche Dinge hat man da schon immer getan. Heute sammelt man auch Geld und Material und schickt das an seine ukrainischen Kameraden. Und zu Beginn des Krieges hat mich natürlich interessiert, ich hatte das schon länger beobachtet, okay, was machen die jetzt? Und gleich am ersten Tag, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, 24. Februar 2022, also unmittelbar sozusagen zum russischen Überfall, meldet sich mit Kampfname Steiner Thomas Wulff. Thomas Wulff gehört in diese Gruppierung. Thomas Wulff war jahrelang erst in der harten Neonazi-Szene Freie Kameraden, dann in der genauso harten Neonazi-Szene der Hamburger NPD aktiv und jetzt ist er wieder harte Neonazi-Szene beim Dritten Weg gelandet. Wulff hat eine langjährige Karriere als Neonazi im Straßenkampf zusammen mit Christian Worch. Das sind so Namen, die man schon sehr lange kennt aus diesem Milieu. Und der erste Kommentar von Thomas Wulff, Kampfname Steiner, lautet, also es geht erstmal um Unterstützung der Ukraine, diese Haltung ist richtig, der Wunsch ist legitim, aber die aktuelle Situation und deren Vorgeschichte und Globalistenpläne wird diese allgemeine Haltung nicht gerecht. Wir kennen die Geschichte, sowohl unsere als auch die der Ukraine seit 30 Jahren. Jetzt aktuell kann ich die Russen verstehen. Ich bedauere,
die Lage unserer nationalen Kameraden in der Ukraine. Also selbst in der Gruppierung, die offensiv über mehrere Jahre hinweg Kontakte in die Ukraine zu bewaffneten Kräften gepflegt hat, kommt als erstes diese Stimme. Und das ist eine Stimme mit Gewicht. Und das geht dann weiter, sehe ich es auch so. Globalistenpläne ist hier das richtige Stichwort. Dann wird auf ein Video verwiesen. Putin macht nichts anderes, als die 30% Russen in der Ukraine zu schützen, so wie er die Deutschen in Polen damals schützen wollte. Ich überlasse es jetzt Ihrer Fantasie, wie er es und die Deutschen in Polen. Das ist natürlich eine Referenz auf den Zweiten Weltkrieg. Da sieht man, selbst in der vielleicht härtesten pro-ukrainischen Gruppierung war man sich und ist sich bis heute nicht ganz sicher, was das jetzt eigentlich ist. Und die Analyse dort war auf der einen Seite, die pro-ukrainische Haltung wurde begründet mit der im Prinzip klassischen NS-Ideologie, dass die Ukraine als weißes Volk eine Art Grenzstreifen, ein Bollwerk zum asiatischen Russland darstellt. So, es gibt die gelbe Gefahr, die kennt man aus der deutschen Rechten seit dem Kaiserreich, ja, die gelbe Gefahr, die aus dem Osten dreut. Und die Ukraine ist das Bollwerk und deswegen gehört sie, das wird natürlich auch mit der Wikingergeschichte, Kiewer Rus und so weiter begründet, deswegen gehört sie zu uns. Und da kommt jetzt sogar in diesen Kreisen die Gegenthese, Moment, die Ukraine ist aber Opfer einer globalistischen Verschwörung, das sind so Chiffren, die häufig dann auch antisemitisch gedeutet werden, das ist alles letztendlich ein geheimer Plan von CIA und Co., das kennt man ja alles, diese ganzen Debatten, das ist der westliche Imperialismus und deswegen muss sich Russland wehren, also jetzt aktuell kann ich die Russen verstehen. Was sehr viel über die Haltung dieser Figuren aussagt, ist dieser Nachsatz von Wolf. Ja, ich bedauere die Lage unserer nationalen Kameraden in der Ukraine. Das ist zu einem Zeitpunkt geschrieben, also am ersten Tag des Überfalls, als man eigentlich sicher war, die russische Armee wird in 3 Tagen in Kiew stehen. Das heißt, seine nationalen Kameraden sind tot. Also so, das wird so nonchalant, ich bedauere, das, die springen jetzt halt über die Klinge. Also so viel zum Thema Kameradschaft in rechten Kreisen. Nur, dass Sie sehen, also selbst in dieser Fraktion war man sich alles andere als sicher. Es gibt trotzdem, der Herr ging ordentlich durch die Medien, Dennis Kapustin, interessante Geschichte, aufgewachsen als Kontingentflüchtling, das heißt immer wohl und als jüdischer Kontingentflüchtling, wie authentisch das war, kann man schlecht überprüfen, nach Deutschland gekommen als Kind, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dann im Rheinland in die Neonazi-Szene, in die Hooligan-Szene, also die richtige Schlägerszene gekommen, Kampfsport. Seit 2017 aber mit Einreiseverbot in Deutschland belegt, hat er in der Ukraine gelebt und wurde dann auch medial bekannt, weil er eine Legion sozusagen organisiert hat. Das sind jetzt Bilder, die ich aus der Selbstdarstellung im Internet übernommen habe. Das sind Leute, wenn man die Behörden in den Behördenverlautbarungen nachliest, sind es nicht viele Deutsche, aber so international werden da durchaus Skinheads, Neonazis und so weiter gesammelt, die dann gegen Russland kämpfen in solchen Legionen. Es gibt die russische, es soll auch eine deutsche Legion geben. Es gibt eine Anfrage im Bundestag dazu, da wird also auf eine sehr niedrige Zahl verwiesen von Deutschen, die dort kämpfen. Aber es gibt sie, diese Kreise. Keine Frage, die in der ukrainischen Rechten, die es auch gibt und die man nicht vergessen sollte, sich wiedererkennen und diesen Kampf dann auf ukrainischer Seite führen wollen. Da ist die klassische Linie gewissermaßen vertreten, die in Russland die asiatische Gefahr sieht und das weiße Europa zu verteidigen gedenkt. Aber diese Linie ist tatsächlich eher eine Minderheitenlinie. Und global und auch in der deutschen Rechten ist es eher so, dass man stark zur russischen Seite tendiert. Das hat verschiedene Gründe. Putin ist schon sehr lange bis auch in den Konservatismus hinein ein Objekt der Bewunderung aus einem einfachen Grund. Er redet nicht lange, er handelt. Er zieht seine roten Linien damals in Georgien und ganz anders 2008
als es Obama in Syrien gemacht hat. Der hat immer nur geredet, hat aber dann nicht gehandelt. Das ist eine Sprache, die man schätzt, wenn man Carl Schmitt gelesen hat, der Souverän, der sofort entscheidet, handelt und zur Not Panzer rollen lässt. Insofern gibt es da eine Mentalitätsangleichung und schätzt das. So. Interessant ist hier als ein internationales Beispiel, das habe ich von ehemals Twitter, heute X gezogen, Zucker, das ist ein serbischer Nationalist, ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, der hat ganz am Anfang dieses Bild veröffentlicht. Und das ist eine Gegenüberstellung, ich finde die so aussagekräftig, deswegen möchte ich die hier verwenden, weil da ganz viele Ideologeme transportiert werden. Wir sehen rechts den Guten, ja, den russischen oder eigentlich den Separatisten aus der Ostukraine, aus dem Donbass. Miner, also Bergarbeiter, ja, da kommt der alte Proletkult wieder zum Tragen. Männlichkeitsideal, der ist natürlich autochton aus Mariupol. Ja. Er will eigentlich nur seine Oma sehen, also er hat keinen Arg, er kämpft nur für seine Familie. Er will seine Städte befreien, er ist also grounded und er gewinnt, winning. Ihm gegenüber ist das NATO-Side-Project, der ukrainische Soldat. Jetzt schauen wir mal an, ja, das ist eine Stürmerkarikatur. Das ist die Darstellung, wie man jahrelang und bis heute in antisemitischen Karikaturen eben meint, Juden darstellen zu müssen. Kombiniert, und da wird es interessant, mit den Neonazi-Symbolen, also wie sie bei Azov und Wolfsangel das Symbol verwendet wird. Es ist die alte Figur des quasi modernen Antisemitismus, auch des Post-Shoah-Antisemitismus, der Nazi-Jude. Ja? Und der wird hier aufgerufen als Gegenspieler mit amerikanischen Ausbildern, mit Millionen Dollar Equipment, das man natürlich mit einer ordentlichen Kalaschnikow erledigen kann, ist die Aussage. Ne? Westlicher Medienpropaganda, Drogen, Cringe, also irgendwo Schräge, ausländische Freiwillige, ja, und er wird natürlich vom Bergarbeiter gefangen genommen, weil er, um es mal mit Carl Schmitt, der ja genau diese Gegenüberstellung immer wieder beschrieben hat, er ist nicht tellurisch verordnet, ihm fehlt sozusagen die Bindung an die Erde, an die Heimatscholle, während der Miner rechts die hat. Das ist eine Lesart, die eigentlich unschwer zu erkennen ist, dass sie komplett von der faschistischen Sprache durchdrungen ist. Und sowas wird dann international verbreitet. Es sind jetzt, also dieser Zucker, der, ich weiß nicht, was hat er, 150, 200.000 Follower, ist jetzt nicht so viel wie bei Elon Musk, aber es ist schon eine Nummer und ich finde es ein gutes Beispiel, wie so in verschiedenen Fraktionen, ich werde noch andere Beispiele bringen, der äußersten Rechten weltweit der Konflikt verhandelt wird. Das ist auch wirklich ein sehr eindeutiges Bild, da kommen wir schon auf die tiefer in die Ideologie. Das hat die sowjetische, das war jetzt eine echte Fehlleistung, die russische Botschaft, aber es ist teilweise auch eine sowjetische Bildsprache, deswegen die russische Botschaft in Bangladesch auf Facebook gepostet. Als ich das gesehen habe, musste ich sofort einen Screenshot machen. Das Zitat rechts ist von Alexander Dugin, auf den ich noch ausführlich zu sprechen komme. Und er sagt, dass sozusagen es jetzt im Herzen des globalen Krieges, der globalen Auseinandersetzung, die jetzt beginnt, findet man eben religiöse, spirituelle Aspekte. Russland ist im Krieg mit den antireligiösen Kräften, den antireligiösen Zivilisationen. Ja, Oswald Spengler kommt um die Ecke. Zivilisationen, die Gott bekämpfen und die ganzen Grundlagen von Kultur, die ganzen tradierten Ordnungen über den Haufen werfen sollen. Die Zivilisation ist im gesamten rechten Duktus im Prinzip seit den 20er Jahren, kennt man eigentlich schon seit dem Ersten Weltkrieg diese Dichotomie Zivilisation gegen Kultur. Der Westen hat nur Zivilisation, die tiefen, seelentiefen, schicksalhaften Völker, die haben Kultur und die Zivilisation ist das Absterben. Also diese Metaphorik ist kein Zufall. Und jetzt schauen wir das Bild, das also mit diesem Text, mit diesem Dugin-Zitat versetzt wird. Und das sagt auch wieder sehr viel. Das ist eigentlich eine Ikonenordnung. Ja, wir haben einen Goldgrund, wir haben eine heilige Familie, Engel, Pope, Kinder, einen blühenden Spross. Das ist die tradierte Ordnung. Ja, das ist ein ganz konservatives Bild, ein konservatives Weltbild, in dem Religion, Geschlecht, Kinder, Priester, alles seinen Platz hat. Es wird beschirmt
von der russischen Nation. Das ist der Anspruch, der übrigens von Wladimir Putin immer wieder auch in seinen jüngeren Reden aufgestellt wird, dass sie global quasi ein Schutzschild für die traditionellen Werte aufspannen wollen. Und dann schauen wir an, wogegen, ja, und dann regnen da die Bomben. Und da wird es dann wirklich ein wenig konfus. Gut, man kann jetzt aus so einer klassischen Propagandatradition sehen, ja, ein Gegner Russlands muss immer ein Hakenkreuz tragen, weil das ist die zentrale Erfahrung, das war die reale Vernichtungsbedrohung. Insofern kann heute jede Propaganda diese Bedrohung aufrufen. Amerikaner ist auch eine Frage, Stars and Stripes kann man auch sagen, das ist die alte Tradition aus dem Kalten Krieg. Wenn was böse ist, wird Stars and Stripes draufgeklebt und das Hakenkreuz ist nicht weit. Jetzt kommt die Europäische Union und die NATO, aber rechts die Regenbogenfahne. Also das ist wirklich die Hakenkreuzfahne und die Regenbogenfahne in eins. Dazu muss man allerdings dann beachten, dass auch Wladimir Putin Reden gehalten hat in den letzten Jahren, in denen er dann sagt, dass die Anerkennung von Homosexualität, Adoptionsrechte für homosexuelle Paare, Eheschließung, all diese Reformen, Liberalisierungsprojekte in Westeuropa im Prinzip ein Angriff auf die russische Nation sind, auf alle Nationen, auf alle Traditionen. Er behauptet dann sogar, da wird es dann noch wilder, das sei eigentlich ein bolschewistisches Projekt. Der Bolschewismus wollte das Eigentum kollektivieren und der westliche Liberalismus als sein Zwilling löst alle anderen Ordnungen jetzt auch auf. Ne? Also das ist durchaus ideologisch fundiert, diese, naja, eigentlich semantische Verirrung, die wir da haben. Der Punkt ist ja, von all diesen Leuten wirft eigentlich niemand Bomben, weil die Bomben, vor allem in der Zeit der Veröffentlichung, wurden von Russland geworfen und die kämpfende Gegenseite ist die Ukraine, die mittlerweile militärisch ausgerüstet wird, aber tatsächlich die Amerikaner fliegen keine Bombenangriffe, die Russen fliegen sie. So, das ist aber das Bild, das man dann in diesem Fall unter anderem in Bangladesch dann verbreiten möchte, hoffend auf gewissermaßen die Solidarität des globalen Südens. Klick, jetzt. Dugin wurde genannt und Dugin ist eine sehr zentrale Figur. Vielleicht kennen Sie ihn aus den Medien. Ich habe lange gesagt, ich sage es auch heute noch, eigentlich wird seine Rolle überschätzt. Dugin ist ein esoterischer Autor, der seit vielen Jahren schon zu Sowjetzeiten in der äußersten Rechten aktiv war. Er war in der nationalbolschewistischen Strömung aktiv, die eine merkwürdige Mischung aus Sowjet- und Hakenkreuzfahne als Abzeichen hatte. Dugin ist der gewissermaßen Schöpfer einer neo-eurasischen Ideologie. Diese eurasische Ideologie geht davon aus, dass die Zukunft, das Heil von Europa eben darin liegt, dass es sich aus dem Westbündnis löst. Das ist natürlich vor allem für die deutschen Rechten interessant, die die Westbindung eben überwinden wollen. Und man eher in einer Achse Berlin-Moskau agierend dann die Amerikaner gewissermaßen an den Rand der Weltgeschichte wieder drängen kann. Dugin, also von der Krim bis nach Lissabon, ist eine Parole. Es hieß auch schon von Vladivostok bis nach Lissabon. Also er hat vor sich eben die Vision eines großen Kontinentalbündnisses gegen die transatlantischen Mächte. Im Hintergrund ist das nur als Stichwort, das wird später nochmal aufgegriffen, die Theorie von klassischen Geopolitikern Herford Mackinder, aber auch Carl Schmitt, Land und Meer, dass die Weltgeschichte ein ewiger Kampf, das ist hochesoterisch dann, das ist mystischer Spinnkram zum Teil, ein ewiger Kampf der Landmächte gegen die Mächte des Meeres sein. Das ist genau der Jargon, den Dugin dann durchaus bedient. Dugin ist schon sehr lange Stichwortgeber, gerade auch innerhalb der neuen Rechten. Ich habe hier rechts oben aus der sogenannten identitären Bewegung, das ist aus der Gründungsphase noch schon ein Mobilisierungssticker. Da sieht man ihn mit der Panzerfaust, Rasse, Klasse, Kasse, das wird alles überwunden. Er schafft die vierte politische Theorie. Er ist eigentlich ein generischer Faschist. Also wirklich in allen seinen Abgrenzungen, Theoriebildungen, das ist eine relativ klassische Fortführung der faschistischen Ideologie. Er hat als Haupt, vor allem global wirkend, Hauptmedium den Blog Katechon. Das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, das kommt ja aus der katholischen Tradition, wird bei Carl Schmitt dann auch wieder sehr stark ausformuliert. Der Katechon ist ja der Aufhalter des Antichristen. Und das ist so die Lesart der Eigenposition
in rechtsintellektuellen Kreisen, dass ihre Aufgabe ist, eben die Ankunft des Antichristen immer wieder zu verzögern, immer wieder. Also das ist die Figur, in der man sich wiedererkennt. Und naja, zu der Frage, wer eigentlich welche Aggressionen predigt, bei Leuten wie Dugin, das ist jetzt von 21, da habe ich den Screenshot gemacht, ist eigentlich schon lange klar, wir müssen angreifen. Amerika ist auf dem Rückzug, wir müssen angreifen. Das sind also nicht unbedingt Friedensstimmen und er hat immer wieder das große Erwachen gepredigt. Seine Bücher werden übersetzt und diskutiert, auch in neurechten Medien, also von diesem Kubitschek-Kreis, aber auch in der Jungen Freiheit war er immer mal Thema. Also das ist ein Stichwortgeber gewissermaßen für auch esoterisch und mystisch orientierte Kreise dieser Rechten. Und sein eurasisches Kontinentalbündnis gilt in weiten Kreisen als das geopolitische Konzept der Zukunft. Ja, das ist nur ein Beispiel, Alexander Markowitsch. Der Aufstieg der neuen Rechten, das ist aus einem kleinen Verlagsprojekt, das in der Identitären Bewegung eine Weile versucht wurde. Mittlerweile Arkadi ist wieder pleite gegangen, aber das habe ich Ihnen nur mal als ein Beispiel, welche Stichworte dort fallen, dass Sie sehen können, wie dann in der deutschen neuen Rechten, Identitären Bewegung und ähnlichen Kreisen dann auch genau Dugin und sein ganzer Theorieapparat oder Ideologieapparat genauer aufgenommen wird. Da sind die zentralen Stichworte einfach unterstrichen. Alexander Dugin neben Alain de Benoist, das ist der Nestor der französischen Nouvelle Droite, quasi die dortige Ausführung. Die vierte politische Theorie ist wichtig, die Vertreter der konservativen Revolution. Das ist ja gewissermaßen der geistige Ursprung der neuen Rechten, ist dieser ganze Autorenkanon der 20er Jahre, Oswald Spengler, Carl Schmitt, Arthur Möller-Vandenbroek, Edgar Julius Jung, Ernst Jünger ganz zentral, ja dieser Kanon. Und da wird es interessant, weil Dugin Heidegger beispielsweise aufgenommen hat, ins Russische auch im Russischen diskutiert hat, Autoren wie Möller-Vandenbroek im Russischen diskutiert hat, also den neuen, modernen, aggressiven Nationalismus der Weimarer Zeit, importiert hat nach Russland und der wird jetzt wieder zurückimportiert über die Schriften Dugins wieder nach Deutschland. So war das auch mit der französischen Nouvelle Droite genauso. Die haben die deutschen Autoren der 20er Jahre gelesen und dann die Impulse für die Neugründung der Rechten in der Nachkriegszeit in Deutschland gegeben. Es ist immer ein Ping-Pong, ein Import-Export. Das nur als ein Beispiel. Es werden auch Treffen in Moskau 1992 schon genannt, also als wesentliche Aktive aus diesem Milieu sich schon getroffen haben, direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, um ihre Visionen zu diskutieren. Also das Bündnis mit der russischen Neurechten, damals noch stark nationalbolschewistischen Strömung, mit den europäischen Neurechten, ist schon sehr früh begonnen worden und bis heute aktiv. Und daraus kann man eben schöpfen. Das kann man jetzt auch hieran sehen, einige Beispiele, wie Dugin dann im deutschen Sprachraum auch weiter, nicht nur, aber auch weiter rezipiert wird. Rechtssezession, das ist Blog und Zeitschrift aus jenem Kubitschek-Kreis in Schnellroda, der ja sehr eng mittlerweile als Stichwortgeberkreis der AfD auch funktioniert. Man pilgert ja auch in der AfD dann nach Schnellroda und diskutiert über diese Dinge hier. Das große Erwachen gegen den Great Reset, ja, da wird dann alles zusammengepackt in diesem Titel. Also der Great Reset gilt ja in diesen Kreisen. Great Reset ist ein Stichwort, das aus dem Weltwirtschaftsforum kam, das einfach gemacht hat, wofür es da ist. Kann man gutheißen oder nicht, aber ökonomische Krise, Corona-Krise, Weltwirtschaftsforum überlegt sich, wie kriegen wir den Laden wieder ans Laufen? Wie kriegen wir das Kapital wieder dazu, dass es Profite erwirtschaftet? Das ist eigentlich der Great Reset, der Gedanke, wird gelesen als große Verschwörung. Das heimliche Kreise und wer sich überlegt, wie man die Krise überwindet, der muss ja auch hinter der Krise stecken. Das sind diese verschwörungstheoretischen Denkfiguren, die werden sofort entwickelt. Interessant an diesem Buch ist, dass es von jenem Alexander Markowitsch, der auch dieses Buch davor geschrieben hat, übersetzt wird. Das ist der Kollege, bei dem ich heute mal auf Social Media war und ein Hamas-Jubelbild nach dem anderen gefunden habe. Weil man, nur kleine Nebenbemerkung, selbstverständlich im radikalen Islam, bei den Islamisten von Hamas, Hisbollah und anderen und auch im
vor allem in der Islamischen Republik Iran, sich selbst auch wiedererkennt. Es gibt eine große pro-iranische Fraktion dort. Also der Kampf hier gegen den Islam bedeutet nicht, dass man global sich in einer Feindschaft befindet. Im Gegenteil, man sieht, das nennt man dann Ethnopluralismus, man sieht eher in der islamistischen Strömung einen potenziellen Verbündeten gegen die USA. Und da kann man sich treffen und in den Wertvorstellungen dann sowieso. Ja, um kurz weiterzumachen, meine Zeit schreitet leider fort. Wir sehen hier die Zeitschrift Zuerst, die auch mit Dugins Werken und auch mit Putins, ein Buch von Dugin über Putin, wirbt, das bespricht. Wir sehen hier eine englische Übersetzung nochmal, das ist auch Arctos Verlag, also aus diesem identitären Spektrum. Da werden Dugins Texte dann eben vertrieben und diskutiert. Dieses Zuerst-Magazin hat Manuel Ochsenreiter gemacht. Der ist insofern interessant, weil er Referent von Markus Frohnmeier, AfD, war. Der kam erst aus so einem militaristischen Zeitschriftenmilieu, hat dann zuerst Deutsches Nachrichten, also ein Magazin für die nationale Strömung gemacht, Deutsches Nachrichtenmagazin, das auch eine Mischung war letztendlich von Neonazi-Publikationen und Neurechten-Publikationen. Und der war sehr eng verbunden mit Dugin, hat ihn als persönlichen Lehrer auch gesehen, war viel in Russland, was auch an seiner Biografie liegt. Und hatte dann allerdings noch als Referent Terrorermittlungen, weil er als ein Drahtzieher verdächtigt wurde für einen terroristischen Anschlag in der Ukraine, wo nationale Minderheiten gegeneinander ausgespielt wurden, und ist dann nach Moskau geflohen vor den Ermittlungen in Deutschland. Wie gesagt, der Mann war Referent eines AfD-Politikers, der ebenfalls sehr pro-russisch ist. Und die letzte Meldung war dann 21, er sei in Moskau gestorben. So seitdem, ob das stimmt, kann ich nicht überprüfen. Aber diese Zeitschrift, die er gemacht hat, ist also eines der großen, gewissermaßen, Organe der pro-russischen Strömung, in der selbstverständlich Dugin, Putin immer wieder diskutiert und vorgestellt wird. Dieser Herr ist hochinteressant, Dimitrios Kisoudis ist, ich weiß gar nicht mehr, ob in der gleichen Woche, auf jeden Fall im gleichen Monat des Überfalls auf die Ukraine, zum Grundsatzreferenten der AfD-Spitze von Tino Chrupalla geworden. Und der ist seit vielen Jahren bekennender Dugin-Fan. Also ein Esoteriker, der sich eine globale Politik wünscht mit einer Mischung aus Oswald Spengler, Alexander Dugin, und vor allem Carl Schmitt, der genau dieses Denken in Großräumen, das er von Carl Schmitt gelernt hat, dann auf heute überträgt. Das heißt, schlicht und ergreifend, die berühmte Formel von Carl Schmitt entwickelt, die die Leitlinie für neurechte Geopolitik ist, lautet ja, es gibt ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Also eine völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Wie übersetzen wir das jetzt? Ganz einfach. Es gibt Interessensphären, die Interessensphäre wird dominiert von einem Hegemon, der hat seine Satellitenstaaten, der kann schalten und walten, und wer dort reinrutscht, der muss damit rechnen, dass er sanktioniert wird. Das ist eigentlich auch ein koloniales Konzept. Das finde ich interessant, also auch von linken Kreisen, die dann Russland verteidigen und sagen, die Ukraine ist doch russische Einflusssphäre, warum sollen die da nicht kämpfen dürfen? Würde ich dann sagen, ja Moment, wieso darf die Ukraine das bitte nicht selbst entscheiden? Das ist ein koloniales Denken, dass es ein Imperium gibt mit einem Zentrum. Das wird aber sehr offen vertreten in diesen Kreisen. Und Dimitrios Kisoudis ist mit Goldgrund Eurasien, da haben wir auch wieder die Anspielung natürlich auf die Ikonografie. Er bezieht sich auch immer wieder auf die russisch-orthodoxe Glaubensrichtung. Ist einer der großen Fürsprecher eben der Loslösung vom gesamten Westen, also Loslösung Deutschlands und Europas vom gesamten Westen und Hinwendung zu einem Kontinentalbündnis eben mit Russland. Und da gibt es dann so interessante Dinge. Dugins deutsche Vordenker, schreibt Kisoudis dann selber, sind Karl Haushofer, das ist ein völkischer Geopolitiker der 20er Jahre, zählt auch in den Möller van den Bruck-Kreis, und Carl Schmitt. So, und da werden ja in den 20er Jahren schon die ersten Überlegungen
getroffen, dass sich das Deutsche Reich damals interessanterweise mit der Sowjetunion vereinen soll, weil man davon ausgeht, dass die Sowjetunion den Bolschewismus bald abstreift und als nationales Imperium wieder erwacht. Finde ich übrigens gar keine schlechte Vorhersage für den Stalinismus, muss ich sagen. Ne? So, und da hat man, letztendlich ist der Molotow-Ribbentrop-Pakt dann auch Ausdruck dieser Strömung gewesen. Und man findet dann natürlich auch die üblichen antisemitischen Seitenhiebe. Lenin war eben Eurasier, habe das Bündnis mit Deutschland, der anderen großen Kontinentalmacht gesucht, der Atlantiker Trotzki, habe die vom Land abgelöste, entortete Weltrevolution gefordert. Wer sich ein bisschen mit antisemitischen Chiffren auskennt, also die Entortung der Atlantiker, und Trotzki wurde ja schon in der stalinistischen Propaganda immer antisemitisch angegriffen, das führt sich hier jetzt fort. Alexander Dugin schreibt dann auch Bücher über Martin Heidegger, die dann, und da wird es dann wieder international, in der Alternative Right verlegt werden. Radix, das ist der Verlag von Richard Spencer, die Alternative Right, Alt-Right gewissermaßen, das hinterste faschistische Anhängsel am Trump-Train war das. Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen, Spencer bei der Wahl von Donald Trump hält eine Rede in seinem Think Tank, das ist ein kleines Institut, wo er die große Erzählung von Aufstieg und Fall und Wiedergeburt Amerikas erzählt, die sozusagen entlang von Rassenmischung, Liberalisierung ist dann der Verfall nach der glorreichen Gründung und jetzt kommt eben die Wiedergeburt. Das ist eine faschistische Bilderbuchrede. Und Spencer hat die Wahl und diese Rede zur Wahl von Donald Trump mit Sieg Heil rufen beschlossen. Ja, also, und sein Publikum steht auf und streckt den rechten Arm. Wir haben es also mit amerikanischen Neonazis zu tun, die dann akademische Bildung noch vorschützen. Und dort wird dann von Alexander Dugin ein Buch über Heidegger verlegt. Nur, dass wir mal sehen, wie dieser Ideologietransfer funktioniert. Und die Spuren führen dann wie so oft nach Deutschland. Ich erwähnte ja die Strömung der 20er Jahre, sogenannte konservative Revolution, ein massiv radikalisierter Konservatismus in einer Zeit, in der im Deutschen Reich niemand mehr konservativ sein will, weil der Konservatismus gebunden ist an die Adelsvorstellungen des 19. Jahrhunderts und was jetzt entsteht, ist im Prinzip die deutsche Variante des Faschismus vor der NSDAP, vor dem Durchbruch der NSDAP. Und da sind Leute, die eben sagen, wir müssen einen radikalen, einen revolutionären Nationalismus entwickeln und alle anderen, also um Ernst Jünger zu zitieren, die Bestände des Alten vom Tisch wischen, die liberalen Mätzchen weglassen, uns über alles hinwegsetzen, tabula rasa, ja, das ist der Wunschtraum des Faschisten, alles zerschlagen und die Nation im Sinne des ihres Mythos wieder neu aufbauen. Und der Mensch, der diesen Kanon gewissermaßen erfunden hat, kann man sagen, weil es eigentlich ein sehr breites Autorenspektrum in den 20er Jahren war, war der Schweizer Armin Mohler, der dann nach einem kurzen Vorlauf, als er versuchte im Zweiten Weltkrieg bei der Waffen-SS in Deutschland zu dienen, in der Schweiz eine Doktorarbeit schrieb und diesen Kanon zusammenschnürte als quasi neues Gründungspaket mit der Leitidee, die Nazis, die gerade diesen Krieg verloren haben, von denen niemand mehr was wissen will, die waren doch gar nicht rechts. Die eigentliche deutsche Rechte ist die Strömung davor, die konservative Revolution, wie er es nennt, und die Ende 32. Die Nazis gehören nach links. Das ist ziemlicher Quatsch. Es ist einfach falsch, muss man sagen. Und der Untertitel seiner Arbeit war 1918 bis 32. Das ist natürlich genau der Cut, den er machen will. Mit 33 haben wir nichts zu tun. Von den Autoren, die er da drin bespricht, sind praktisch keine Frauen dabei, gibt es diverse Karrieren, die natürlich dann weitergehen bis in den Apparat dann hinein. Das ist das Standardwerk, mit dem Armin Mohler der deutschen Rechten eine neue Narration nach der totalen Niederlage gegeben hat. Ja, eine eigene neue Tradition, mit der sie den Faschismus, mit dem sie den Zweiten Weltkrieg, die Niederlage, die Shoah, alles umschiffen konnten und sagen, hey, wir sind ganz anders. Wir kommen nämlich daher.
Es war eine Konstruktion, die aber sehr wirkungsmächtig war. Und diese Konstruktion wird dann von Leuten wie Richard Spencer und seinem Institut im Radix Verlag dann mittlerweile auch ins Englische übersetzt, in den USA vertrieben. Das Buch ist, wie gesagt, aus der Nachkriegszeit, hat aber längst Neuauflagen erfahren. Interessant ist der zweite Name drunter, Karl-Heinz Weismann. Ja, da sind wir dann, das ist der Cheftheoretiker der Jungen Freiheit, ja, dem inoffiziellen Parteiorgan der AfD. Und Weismann mit seiner Bibliothek des Konservatismus in Berlin gewissermaßen auch ein Think Tank geschaffen. Er war auch Gründer des Instituts für Staatspolitik, bis er sich in Schnellroda, bis er sich mit Götz Kubitschek dann überworfen hat. Also Weismann ist immer einer der tragenden Intellektuellen im Hintergrund und der spielt hier dann durchaus in der Neuherausgabe von Mola auch eine Rolle. Und bei Weismann und Mola, da kann man die Traditionslinien sehen, weil Mola war nach dem Krieg Privatsekretär von Ernst Jünger. Jünger ist einer der zentralen Autoren des revolutionären Konservatismus. Mola ist sein Privatsekretär und Weismann und Götz Kubitschek sind direkte Schüler Molas. Und Kubitschek versucht ja immer im Schreiben so zu sein wie Ernst Jünger, er schafft es nur nicht. Ne? Aber so dass man sehen kann, das ist eine Familiengeschichte tatsächlich. So, nur als ein Beispiel. Interessant ist, dass jener Richard Spencer, dessen Institut Dugin und Weismann und Mola und konservative Revolution in Amerika verlegt, verheiratet war. Die Ehe wurde wegen häuslicher Gewalt geschieden mit Nina Kuprianova, einer in der Sowjetunion noch geborenen, dann in Kanada lebenden und in die USA gezogenen Autorin, die eine massive Russland-Propagandistin ist. Und das sind mal einfach so Screenshots, die ich gemacht habe aus dem letzten anderthalb Jahren, also alle schon während des Ukraine-Krieges, als Nina Kuprianova, die auch als Dugin-Übersetzerin und Interpretin in den USA bekannt wurde, was die so postet. Und das ist interessant, weil es hier eine ganz merkwürdige Mischung gibt. Es gibt einen ziemlichen Zynismus, dieses Lego City Kiew-Set, ja, vor dem zerstörten Lego. Und da drin natürlich gleich die Theorie, dass Zelenskys Fernsehansprachen alle Studioinszenierungen sind. Sieht man in dieser Greenscreen. Natürlich verbreitet sie die Theorie der imperialen Einkreisung von Russland. Ich würde da eher mit Rückgriff auf das Wilhelminische Kaiserreich, was ursprünglich mal meine Hauptforschungsepoche war, sagen, nee, man kann sich auch auskreisen. Das haben die Deutschen damals auch wunderbar hingekriegt. Wir sehen hier, das sind ganz wunderbare Sachen, diese Fotoserie, diese vier Bilder, da stellt er Nikolai vor, der in Sibirien jagen geht und ihre Aussage ist, hey, lasst uns diesen Nikolai aus Russland einfach mal irgendwo in die Rockies droppen und er wird sich sofort mit all den Dudes dort verstehen. Weil Motoren, dicke Wumme, jagen gehen, hey, die sprechen die gleiche Sprache, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Ja, das ist so ihr Ansatz, die Rednecks international verstehen sich dann eben. Damit versucht sie dann in den USA die Propaganda zu machen. Was ich sehr interessant finde, das ist ein ganz eigener Seitenaspekt, weil wir es mit merkwürdigen Lesarten von Geschichte in den letzten Jahren zu tun bekommen. In der Mitte ist ein Ausschnitt des durchaus sehenswerten Alexander Newski-Films von Eisenstein. Eisenstein ist ein Regisseur, der mir durchaus was bedeutet. Das ist der große sowjetische Propagandaregisseur, unglaublich avantgardistisch gewesen. Das wird dann einfach genommen, ein Ausschnitt, weil dort drin Kiew als russische Stadt deklariert wird. Und das ist aber kein Einzelfall. Wir haben es im Moment zu tun. Und dann denken Sie mal an die Reden mancher AfD-Leute über die DDR. Mit einer merkwürdigen antikommunistischen DDR- und Sowjetunion-Nostalgie. Das ist total widersprüchlich, das weiß ich. Aber dieser merkwürdige Drang und auch dieser völlige Widerspruch bei der AfD, auf der einen Seite zu plakatieren, vollende die Wende, also sich in die Bürgerrechtstradition zu stellen und dann serienweise Artikel zu publizieren in neurechten Zeitschriften, was in der DDR alles super war. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Und eigentlich gibt es eine neue Lesart, DDR und Sowjetunion, eigentlich alles super, nur die Eigentumsordnung war schlecht.
Also das Modell, das autoritäre Modell eines autoritären, totalitären Staates, in dem die Partei alles durchdringt mit Privateigentum, da kommen wir wieder in den Bereich des Faschismus. Das ist eine interessante, aber man integriert jetzt auch diese sowjetische Erzählung und die DDR-Erzählung in einer Strömung, die radikal antikommunistisch ist, schon immer. Also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für eine ganz merkwürdige Sowjetunion-Nostalgie, wie sie von Kuprianova auch gepflegt wird, in vielen, vielen Posts und Beiträgen. Sie hat neulich auf Twitter was gepostet. Es gab einen polnischen Kosmonauten in der Zeit des Warschauer Paktes, hat sie sein Bild gepostet. Polen unter sowjetischer Besatzung oder unter russischer Besatzung. Daneben das Bild von einer Gay Pride in Warschau, also mit so androgynen Verkleideten. Polen unter amerikanischer Besatzung. Es war völlig klar, was ihre Präferenz ist, der heroische polnische Kosmonaut und nicht die westverseuchten Schwulen. Ja, also da ist es eine ganz merkwürdige Wiederentdeckung einer Tradition, die man selber eigentlich immer bekämpft hat. Das finde ich durchaus wichtig, sich diesen geschichtspolitischen Move immer wieder zu vergegenwärtigen. Jetzt mache ich einen, ich muss ein bisschen, ich habe ja gesagt, ich überziehe immer. Ein kleiner Rundumschlag. Ich habe einfach seit Beginn des Überfalls immer wieder Screenshots gemacht, Material gesichert, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben, was ist das, was passiert da eigentlich gerade. Und am Anfang hat man versucht, zum Beispiel ein Reframing des Ukraine-Konflikts mit den Theoremen der Corona-Krise. Das ist so, das ist ein völlig willkürlich aus den Millionen vorhandenen Hassseiten auf Facebook und Twitter und so weiter, da gibt es ja alle möglichen Gruppen, aber hier einfach mal ganz willkürlich, Heimatliebe ist kein Verbrechen, ist eine Facebook-Gruppe, die wirklich nur dünnes Zeug posten. Und da kommt dann ganz am Anfang, die meisten, die sagen, sie würden im Kriegsfall unser Land verteidigen, trauen sich nicht mal ohne Maske in den Supermarkt. Gut, was diese Aussage jetzt genau bedeuten soll, weiß ich selber nicht, aber Maskenfrage und Krieg, also man versucht ein Reframing sozusagen in den Corona-Diskurs. Ja, kein Krieg mit Russland, das ist eine relativ banale Parole. Die Ukraine passt nicht in die EU. Markus Frohmeier, das ist jener Arbeitgeber des Referenten, der dann in Moskau verstorben ist, der Herausgeber des Zuerst-Magazins, Waffenlieferungen an die Ukraine, nein, also das ist so die AfD-Propaganda der ersten Zeit. Interessant wird es dann, Junge Freiheit berichtet über eine, ja, so eine Fake-Aktion von Sellner und seinen Identitären. Martin Sellner, Posterboy der identitären Bewegung in Deutschland und Österreich vor allem, gehört zum Kubitschek-Kreis in Schnellroda, Autor der Sezession und spezialisiert auf so Medien-Guerilla-Geschichten. Also mit wenig Aufwand gute Bilder generieren, weil er genau weiß, die werden von den Medien aufgenommen. Und die haben sich dann an diese Stelle, an der die Nord Stream 2 in Mecklenburg anlandet, dieses Gelände, haben sich da hingestellt und dann so getan, als ob sie jetzt die Pipeline aufdrehen. Die sind gar nicht wirklich auf das Gelände gekommen. Und die Vorstellung, dass man das wie ein Wasserhahn aufdreht, ist großartig albern. Aber sie haben die Bilder bekommen, die sie haben wollten. Sie haben sich fotografiert am Nord Stream-Gelände und dann über die eigenen Medien verbreitet. Wir fordern jetzt die Öffnung von Nord Stream. Und das war genau ein Fall, weil bei Sellner in dem Interview, das die Junge Freiheit natürlich für eines seiner Hausmedien dann abgedruckt hat, ganz klar, nein, wir wollen uns gar nicht außenpolitisch positionieren. Wir sind hier nur im deutschen Interesse. Wir machen das für die deutschen Omis und Opis, die nicht frieren sollen. Wir wollen, dass die Deutschen billiges Gas kriegen. Und Russland und die Ukraine interessiert uns gar nicht. Das ist natürlich Humbug. Das ist eine pro-russische Strömung, die aber sich dann in dem Fall wie weite Teile eben hinter so einem Pseudoneutralismus verbirgt. In der Mitte Kompakt-Magazin, herausgegeben, gegründet von Jürgen Elsässer, ehemaliger Leninist, interessante Lebensgeschichte, der dann komplette Wende und jetzt heute einer der führenden, naja, Publizisten im äußerst rechten bis neonazistischen Milieu ist. In einigen Punkten, ich habe ihn früher öfter mal erlebt, in einigen Punkten hat er sich persönlich nicht sehr geändert. Er ist immer noch der verhinderte Volkstribun, den er auch schon
gegeben hat, als auf der linken Seite unterwegs waren. Das ist ein Bild, das aber von 2015 müsste es gewesen sein, ein Titelbild seiner Zeitschrift Kompakt. Da ist also schon der heroische Putin in Feldherrn-Dress zu sehen. Stopp, Putin, die NATO, ein Mann will Frieden. Wir können sehen, die ganzen Narrative sind alle schon da vor dem Überfall letztendlich auf die Ukraine. Und es wird dann auch alles abgerufen. Atomkrieg, Rückkehr eines Gespenstes, Folterreport, Verbrechen der CIA und so weiter. Also ich sage mal, die globale Ordnung ist damit bereits geklärt. Das als kleiner Rundumschlag, dass Sie sehen, was dort so in den letzten Monaten oder seit Beginn des Krieges, teilweise auch davor, eben durch den Kosmos geisterte. Ja, wie kommt das jetzt alles? Wie gesagt, das ist erstmal widersprüchlich, wenn man sich überlegt, dass man doch immer im Kopf hat, dass die deutsche Rechte so russlandfeindlich war. Ja, war sie gar nicht unbedingt. Man war antisowjetisch, man hat die Sowjetunion ausmerzen wollen, man hat auch einen antislawischen Rassenkrieg natürlich führen wollen, das war aber die NS-Linie. Und wir vergessen, dass die deutsche Rechte durchaus eine breitere Tradition hat und es da auch andere Strömungen gibt, in denen Russland schon immer eine sehr positive Rolle gespielt hat. Ja, das geht zurück bis sozusagen den eigenmächtigen Friedensschluss preußischer Offiziere mit Russland, um aus dem Bündnis mit Frankreich auszuscheren, Konvention von Tauroggen, ja, das ist im Napoleonischen Krieg. Das ist ein starkes Identifikationsmoment, schon immer in der rechten Nationalgeschichtsschreibung, dass man sagt, hier beginnt die oder hier ist ein Fanal der Ablösung vom Westen, weil man sich endlich wieder von Frankreich gelöst hat. Das geht bereits weiter während des Krimkrieges Mitte des 19. Jahrhunderts, als die äußerst rechte Fraktion der preußischen Konservativen sagen, man müsse es doch zu Russland halten gegen das türkisch-britische Bündnis, Preußen sich dann aber komplett raushält. Das sind alles so Punkte und das geht auch bis zu einer der Gründungsschriften dieser sogenannten konservativen Revolution. Vielleicht werden Sie jetzt staunen, aber zu den Gründungsautoren gehörte auch Thomas Mann mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen, der 1917 Pläne schmiedet mit russischen Schriftstellerkollegen, Dmitri Mereschkowski wäre da zu nennen, für einen deutsch-russischen Sonderfrieden, um endlich im Westen den Krieg gewinnen zu können. Wir haben hier, das habe ich Ihnen, das ist eines meiner Lieblingsbilder von Arthur Möller-Vandenbroek, eine Aufsatzsammlung. Möller-Vandenbroek, Kulturtheoretiker des Wilhelminischen Kaiserreichs und in den 20er Jahren einer der Hauptdenker und Organisatoren der modernisierten radikalen Rechten, war tatsächlich, hat eine gewisse Sonderstellung, weil er immer nach Osten geguckt hat und immer gesagt hat, die deutsche Zukunft liegt im Osten. Es wurde ihm lange ausgelegt als eine russlandfreundliche Linie. Das stimmte aber nicht, weil er gesagt hat, das bedeutet, Russland muss sich auf seine asiatische Sendung besinnen und hinter den Ural zurückziehen. Den Rest kriegen wir. Das ist eine Raumpolitik, die jetzt nicht wirklich pro-russisch ist, würde ich sagen. Aber er hat tatsächlich keine, also nicht vom slawischen Untermenschen oder ähnliche Formulierung, die findet man bei ihm nicht, sondern den Glauben an die russische Tiefe, an den russischen Mythos, weil aus dem Westen nur Frankreich, die Aufklärung oder die Angelsachsen mit ihrem Liberalismus nur kommen, um Deutschland und die Identität zu zerstören. Alles, was wir heute in der Agitation wiederfinden. Und das ist ein hochinteressantes Bild, weil er Hammer und Sichel nimmt, also nicht er, aber der Grafiker, der sein Buch dann gestaltet hat, und Hammer und Sichel durch eine leichte Drehung sich auflöst in orthodoxes Kreuz und Halbmond. Das ist die Hoffnung in der gesamten Osttheorie Möller-Vandenbroeks, die von Alexander Dugin wieder aufgenommen wurde, heute von der neuen Rechten vor allem rekapituliert wird, dass die Sowjetunion ihren Bolschewismus, ja, diesen furchtbaren materialistischen, marxistisch-westlichen Einfluss ablegen wird und stattdessen zu sich selber finden wird und dann Asien durch den Halbmond und der europäische Teil Russlands quasi harmonisch wieder zu sich selbst finden und dann im Bündnis mit dem Deutschen Reich endlich das große Kontinentalbündnis bilden, von dem sie bis heute ja letztendlich träumen mit ihrer politischen Ausrichtung. Und damit bin ich schon fast am Ende. Jetzt habe ich nur noch aus dem wirklichen Lunatic Fringe ein letztes Beispiel, damit Sie sehen, ich
erträume mir das nicht alles. Nein, das wird ernsthaft diskutiert. Caroline Sommerfeld, eine der Hauptautorinnen und auch vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, im Kubitschek-Kreis in Schnellroda. Das ist ein Ausschnitt aus der Sezession. Sommerfeld ist medial bekannt geworden, vor allem dadurch, weil sie den sehr prominenten Literaturwissenschaftler Helmut Lehten geheiratet hat. Sie werden sich erinnern, vor einigen Jahren ging das durch die Medien und sie dann die Legende einer Verfolgung tatsächlich erfolgreich auch medial lancieren konnte, die schlichtweg falsch war. Und sie ist eine fundamentalkatholische Anthroposophin, die manchmal Dinge schreibt, wo ich an ihrer geistigen Gesundheit zweifle, ganz offen. Sie fordert unter anderem die Abschaffung des Frauenwahlrechts. Also so viel zum Thema demokratische Rückbindung dieser Kreise. Und in ihrer Lesart, das ist einer, sie schreibt da einiges drüber, da rezipiert sie letztendlich nochmal diese ganzen Ideen von Müller-Vandenbroek bis hin zu Dugin. Es geht, die westliche Zivilisation war selbst in der Neuzeit noch nie so nah an einer direkten und offenen Verkörperung der Herrschaft des Antichristen. Zitiert sie Dugin. Wer muss kommen, um den Antichristen aufzuhalten? Der Katehan. Wer ist das? Dugin und seine Leute, beziehungsweise sie. Dann kommt sie mit Land und Meer, dass eben die Kontinente gegen die Seemächte, die gebundenen, tellurisch gebundenen, gegen die ungebundenen Mächte, die Landzivilisation gegen die Meereszivilisation, das ist Geopolitik der 20er und 30er Jahre, da kommen die Stichworte her. Und dann endet sie, und das ist dann Müller-Vandenbroek pur. Im geopolitischen Kontext ist Russland das ewige Rom, das dritte Rom. Ja, also mit solchen Lesarten für Realpolitik, für wirklich gravierende globale Krisen haben wir es hier zu tun. Und das sind Leute, die quasi den geistigen Raum der AfD bereiten. Die AfD-Politiker pilgern zu diesen Leuten hin. Und da wird mir schon etwas Angst und Bange, wenn ich diesen mit Verlaub Spinnkram lese und mich dann frage, wie sollen solche Leute, die dann an diesen esoterischen Humbug glauben, ja, einen mystischen Unsinn und aus schlichtweg faschistischen Quellen schöpfen, wie sollen die eigentlich eine Politik machen, die irgendwas richtet? Das wird nicht funktionieren und dessen sollte man sich bewusst sein, gerade wenn man eben die geopolitischen Orientierungen dieser Kreise anschaut. Und damit habe ich nur 7 Minuten und 40 Sekunden überzogen. Vielen Dank. Ja.